Vielen Dank. Chefhacker. Wir wollen was zum Rosensteinpark. Scheint zu sein. Dann der Herr Ulrich Kuhl zum Thema Stuttgart 21. Wir haben vorher auch schon gesprochen. Und dann die Frau Professor Alber. Ich habe mich angemeldet, bevor ich die Reaktionen gehört habe hier auf Ihrem Vortrag. Ich glaube, man kann da gar nichts mehr diskutieren. Ich möchte einfach nur sagen, die Menschen, ob für, ob gegen hier, das spüren sie sicher, sind getrieben von einer großen Liebe zu ihrer Heimat. Und diese Liebe möchte den Erhalt der Heimat, den Erhalt der Häuser. Sie möchte, dass wir hier in Frieden miteinander wohnen, dass wir unsere Natur erhalten. Und das ist das, was uns alle antreibt. Verzeihen Sie uns, wenn wir starke emotionale Reaktionen haben. Unsere Argumente sind auch schon viel ausgetauscht worden. Aber nehmen Sie das mit, dass das unser Hauptantrieb ist. Und vielleicht kann man da auch nur um Gnade bitten, dass die richtige Lösung für uns alle kommt. Vielen Dank für Ihre nachdenklichen Worte. In der Tat, es gab damals bei der Abwägung nicht schwarz und weiß, und es gibt heute nicht schwarz und weiß, und es war ein Abwägungsprozess. Deshalb hoffe ich auch, dass wir wegen dieser Frage, ob man welche dieser Alternativen die bessere ist, nicht unsere Stadt spaltet. Das würde für sehr bedauerlich halten. Wie gesagt, man kann unterschiedlicher Meinung sein über viele Dinge, die wir heute auch diskutiert haben im Bereich Verkehr. Und ich nehme Ihnen auch vollkommen ab, dass wenn man sich für eine andere Lösung als die, die die Bahn jetzt realisieren will, engagiert, dass das auch natürlich in Sorge ist, wie wird diese Stadt in 10, 20, 30, 40 Jahren sich entwickeln können. Auch das ist ein Abwägungsprozess, nur der Prozess, da sind wir noch ganz am Anfang. Und den können wir als Bürger dieser Stadt auch gestalten. Und deshalb möchte ich Sie auch gerne einladen, bei dem Thema Rosensteinpark mitzumachen und sich dort konstruktiv und kritisch einzubringen. Ich glaube, wenn die Debatte über die Zukunft dieses Stück Stadt auch natürlich rückkoppelt und rückgekoppelt wird mit den Stadtentwicklungsprojekten, die wir an anderen Stellen für Stadt dieser Stadt betreiben. Und genauso wie ich jetzt Ihnen zugehört habe, können Sie auch, glaube ich, noch die halbe Minute Zeit investieren. Ich habe nämlich noch viel Lärm jedenfalls, Frau Professor Albrecht. Ich habe da noch eine weitere Wortmeldung von der Frau Maria Seiser. Bitte. Abend, ich bin Neubürgerin Stuttgart Ost seit jetzt 2 Tagen offiziell und schon länger bin ich auch hier. Ich bin total begeistert von Stuttgart Ost. Ich habe total viel Schönes entdeckt. Ich wohne in der Rotenbergstraße und habe nette Kneipen gefunden, Cafés. Also bin wirklich begeistert. Und ich würde gerne ein Straßenfest machen in der Rotenbergstraße, weil ich die Gegend so schön finde. Also dieses Arbeiter. Dieses Arbeiterviertel, Backstein, Häuschen, ist einfach total toll für dich. Heute Abend. Danke. Danke. Vielen Dank, das sind Sie auch eine schöne Ecke rausgezogen. Und die Frage, wie kommunizieren die, die da wohnen miteinander, da ist immer ein einfacher Weg ein Straßenfest, zumindest eine Möglichkeit. Und der Herr Körner, so wie ich ihn kenne, der auch gerne Bierfässer ansticht, hilft eben bei der Organisation. Und dann habe ich jetzt was Falsches gesagt.
Also, weitere Wortmeldungen habe ich nicht. Da darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind, für Ihr Interesse und für Ihr Engagement für den Stuttgarter Osten. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Nachhauseweg.